Willkommen zurück zu Mother 3. Schaffen wir es heute endlich in das wirkliche 100. Stockwerk? Ich kann es euch nicht versprechen. Denn so wie das bisher läuft, scheint es nicht so zu sein. Du kannst mich mal. Du auch, du auch. Okay, gegen euch kämpfe ich mal. Boah, ich liebe diese Musik. Na, 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 na. Rückkehr des Octobots. Wow, das war gut. Oh nein. Nuklearer Reaktorroboter. Der Name verheißt nichts Gutes. Ach ja, wie sehr ich dich vermisst habe. Warum gibt's in jedem Mother-Teil nur explodierende Roboter? Upgraded Robots. Okay, und das war Logreas Memento. Das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Wartet, vorspülen. Wir wollen doch jetzt nicht unbedingt warten, bis Lukas' HP wieder voll sind, oder? Ja, so ist gut. Egal, einige Mementos habe ich ja noch und meistens verbrauche ich während meinen Playthroughs gar keine Mementos, einfach aus Sicherheitsgründen. Diesmal bin ich nicht so verschwenderisch. Diese grüne Flüssigkeit hier nennt man die nette Leute heiße Quelle. Schwimm darin, bis du rot im Gesicht bist und deine Personalität wird sich zu guten verändern. Und du wirst in eine nette Person verwandelt, welche Meister Porky liebt. Klingt schrecklich. Willkommen, das ist der nette Leute Hot Spring. Das zu benutzen wird dich in eine nette Person verwandeln, welche Meister Porky vom Grunde des Herzens respektiert. Benutze es, bis du rot im Gesicht bist und du wirst dich glücklich und revitalisiert als neue, nette Person fühlen. Anders als in anderen Hot Springs ist alles, was du tun musst, in eine grün gefärbte Kapsel zu gehen. Was es sehr simpel und angenehm macht. Dann kriege ich doch keine Luft, oder? Okay, was haben wir hier so? Danke, Meister Porky! Nur die Idee, dass ein Checker wie ich nützlich für Meister Porky sein kann, in irgendeinem Weg, macht mich so glücklich. Irgendwann werde ich eine Schweinemaske sein.
und eine Welt von Meister Porky machen für Meister Porky, von Meister Porky für Meister Porky. Das fühlt sich so gut an. Lass uns eine großartige Zeit haben in Meister Porky Stadt der Erinnerung. Rekonstruiert mit einem Löwen, so glücklich. So, es macht so viel Spaß. Die Spat macht so viel Spaß. Meister Porky ist wundervoll, Meister Porky ist cool. Ich werde ein wundervolles Steak für Meister Porky sein. Da war sogar Mr. T vorhin, habt ihr es gesehen? Hier ist sogar ein Frosch, interessant. Aufmerksamkeit bitte. Es scheint, als wärt ihr ein bisschen erschöpft, Lukas. Aber der wirkliche Spaß beginnt erst jetzt. Okay, klettert diese Treppen hoch, die vor euch liegen. Kommt schon, enttäuscht mich nicht. Und hier ist gleich der nächste Frosch, falls man den von gerade übersehen hat. Meister Lukas und seine Freunde! Ich habe auf euch gewartet! Ich habe meinen Hut geändert, also erinnert ihr euch vielleicht nicht an mich. Aber ich bin es, der Chauffeur von dieser schwer zu fahrenden und viel zu langen Limousine. Ich freue mich, dass ihr es soweit geschafft habt. Ich werde nun bestimmen, ob ihr es würdig seid, Meister Porky zu treffen oder nicht. Folgt mir bitte, wenn ihr es würdet. Meister Porky liebt es, lustige Spiele zu spielen. Also werde ich diese Super Whack-A-Mole-Spiel spielen, um zu entscheiden, ob du ein Spielkamerad für ihn sein könntest oder nicht. Als erstes erlaube mir, die wundervollen Regeln vorzulesen. Wer auch immer die meisten Maulwürfe mit ihrem geistigen Knopf hämmert, gewinnt das Spiel. Meister Porky liebt das Wort gewinnen. Wenn dir die Wörter vortäuschen und Humor irgendetwas sagen, weißt du, was zu tun ist. Aber wenn du versuchst zu gewinnen, wird Meister Porky sehr enttäuscht sein. Okay, verstehst du die Regeln? Wenn du den alten Mann mit dem Hemd triffst, wirst du gesäppt. Versuch vorsichtig zu sein. Nun dann, lasst uns Meister Lukas Gegenspieler bringen. Meister Mini Porky. Bereit, Meister Mini Porky, beginn. Wow, der ist so gut. Ich weiß nicht, ob ich dagegen anhalten kann. Das ist... Wow, einfach unglaublich. Du hast ganze 10 Maulwürfe getroffen. Nun gut, du bist dran, Meister Lukas. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nein, das ist so schwer. Ja, fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zeit! Nun für die Ergebnisse! Meister Lukas Rekord, tada! Totale Maulwürfe getroffen, 9! Oh mein Meister Mini Porky! Du hast diesen intensiven Kampf in einem rasierklingendünnen Abstand gewonnen! Genau, ein Maulwurf mehr. Was für ein wundervolles Spiel. Wahrlich
atemberaubend. Nun dann, lasst uns zum nächsten aufregenden Spiel übergehen. Also es war natürlich absichtlich verloren. Ist doch klar. Auf der Karte steht was geschrieben. Triff 9, um gerade so zu verlieren. Ja, habe ich gemacht. Nun denn, die Dinge heizen sich jetzt wirklich auf. Ja, toll. Als nächstes dran ist das lila Brückenrennspiel. Ihr beide startet an der lila Brücke zur selben Zeit. Der erste, der hier drüben ist, gewinnt. Verstehst du die Regeln, ja? Außerdem, wenn dir die Wörter vortäuschen und so tun, als ob. Was sagen? Vielleicht wäre es dann. Dann wäre es vielleicht das, worauf du dich konzentrieren solltest, wenn du verstehst, was ich meine. Verstehst du? Okay, wenn du bereit bist, dann geh auf die Startposition. Ein Tipp? Dein Hosenstall ist offen, XYZ. Du bist jetzt viel männlicher. Okay. Und dann, auf die Plätze, fertig, los! Dann startet ihr. Okay, dann auf die Plätze, fertig, los! Los, los! Ich streng mich so an. Oh mein Gott, ist das... Der ist so schnell! Oh, schaut mal, wie schnell er ist! Ich führe! Wie kann es sein? Das kann doch nicht sein! Los! Nein, nein, das kann doch nicht sein! Nein, 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 nein! Oh Mann! Meister Minipocky! Du hast dieses intensive Match in einer Haaresbreite gewonnen! Was für ein unglaublich fantastisches Rennen! Dieses Match wurde für Jahrzehnte gemacht. Nun dann, lass uns zum dritten und letzten Spiel übergehen. Ja, unglaublich, oder? Und zu guter Letzt haben wir das letzte Spiel. Bitte komm rein, wenn du erlaubst. Das letzte Spiel ist... Bei wem platzt es? Nun gut, hier ist eine kleine Erklärung der Regeln. Benutze deinen geistigen A-Knopf, um Luft in den Ballon zu... infiltrieren, bis er platzt. Der Erste, der seinen Ballon zum Platzen bringt, gewinnt. Verstehst du die Regeln? Nun bitte geh auf deine Position. Dein Hosenstall ist nicht offen, mach dir keine Sorgen. Schaut mal hier, Mini Newport City. Nun dann! Ich verdreifache die Punkte für dieses letzte Spiel. Das heißt, du hast noch eine sehr gute Chance, nochmal aufzuholen, Meister Lukas. Bitte versuch dein Bestes. Nun dann, hier geht's los. Fertig. Auf die Plätze, fertig. Los. Schon wieder hat er gewonnen. Das kann doch nicht sein.
Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Du warst so jung und trotzdem hast du so viel gemeistert. Ich erkläre jetzt, dass du zum Meister Porky passt. Nun dann, lasst uns gehen und Meister Porky einen wunderbaren Besuch abstatten. Okay. Hier ruhen wir uns dann kurz aus. Ach du Scheiße! Lukas, willkommen in meinem Zimmer. Das hier ist das wirkliche 100. Stockwerk, das du so unbedingt erreichen wolltest. Noch einmal heiße ich dich willkommen, meine geliebten kleinen Haustiere. Ich bin derjenige, der euch hierher gebracht hat. Also bist du erlaubt, hineinzukommen, wenn du es wünschst. Es ist nur, ich habe den Befehl aufgegeben, dass niemand mein Zimmer betreten darf. Und das habe ich diesem kleinen Attackenspielzeug, das du gerade siehst, gesagt. Wer weiß, vielleicht ist es hier, wo wir uns verabschieden müssen, obwohl ich dich sogar hier eingeladen habe. Nun gut, schau mir ihn an. Sag Hallo zum geborenen Killer-Cyborg. Jetzt hört euch diese Badass-Musik an. Einfach nur episch. Ich liebe diese Musik. Okay, PK Love, Omega. PK Ground. Damit sollte der relativ schnell down gehen. Ich weiß, diese Attacken sind OP. Aber, oh nein. Ups. Sorry, das wollte ich nicht. Aber, hey, so läuft das Spiel. Wenn man levelt, ist man stark. Der ist hingefallen, sehr schön. Schaut euch an, wie stark diese Attacke ist. Ist doch nicht mehr normal. Oh, der feuert sein Ende des Jahrtausend-Beam. Besiegt.
Ja, relativ unspektakulär, wenn man PK Ground hat, aber was soll ich machen? Okay, gehen wir rein. Gänsehaut. Das Intro-Theme von Mother 1. Mit dieser Musik hier verbinde ich so viele Erinnerungen. Weiter geht's zum Finale. Schaut mal! Viele verschiedene Dinge aus Earthbound. Könnt ihr sie alle erkennen? I believe the morning sun always gonna shine again, and I believe a pot of gold waits at every rainbow's end. Oh, I believe in roses kissed with dew. Why shouldn't I believe the same in you? You may say I'm a fool, feeling the way that I do. You can call me Pollyanna, say I'm crazy as a loon. I believe in silver linings, and that's why I believe in you. I believe in make-believe, fairy tales and lucky charms, and I believe in promises spoken as you cross your heart. Oh, I believe in skies forever blue. Why shouldn't I believe the same in you? You may say I'm a fool, feeling the way that they do. I believe in friends and laughter and the wonders love can do. I believe in songs and magic, and that's why I believe in you. I believe that come a day, maybe it will be tomorrow, when the bluebird flies away, all we have to do is follow. I believe a dream can still come true. Why shouldn't I believe the same in you? You may say I'm a fool, feeling the way that I do, 'cause I still believe in miracles, I swear I've seen a few. I believe in second chances, and that's why I believe in you. Der Pencil Eraser! Erinnert euch doch, der Bleistiftradierer. Aus irgendeinem seltsamen Grund ist der die Eisenbleistiftstatue ausradiert worden. Ha, Nostalgie. Okay, vor uns liegt das wirkliche 100. Stockwerk. Im nächsten Part geht's dann wirklich zum großen Finale. Das dürft ihr nicht verpassen. Bis dann! Ciao!